Hallo Leute, mein Name ist HotzoC und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Letztes Mal haben wir uns um ein paar Straßen gekümmert, aber wir sind bei weitem nicht fertig geworden. Wir haben nur so die Hauptachsen erledigen können, aber hierdurch auf der Seite vom Kolosseum fehlt uns noch was. Dann der Platz da zwischen Straße und Kolosseum. Zu unserer Landwirtschaftsvilla, da brauchen wir auch noch einen Weg, etc. Und ich denke, die heutige Folge wird ein bisschen sowas wie vorher, nachher. Wir haben viele kleine oder größere Projekte und heute weiß ich noch nicht, was wir alles schaffen bis zum Ende der Folge. Also vielleicht ist was mit Straßen, vielleicht was mit Brücken, aber vielleicht auch was mit Aschewolken. Ihr werdet es in Kürze erfahren. Hier haben wir schon mal das erste Update. Ich habe mich entschieden, ein bisschen mehr an der Wolke zu arbeiten. Nun haben wir auch da eine Verbindung bis nach unten zu unserem Krater und auch oben habe ich ein bisschen das Ganze ausgearbeitet, so dass es nicht mehr so aussieht, dass wir so scharfe Kanten haben. Darum, die ist immer noch ganz scharf. Aber es ist immer, man platziert ein paar Glasblöcke und dann muss man wieder zurückstehen, um das Ergebnis aus der richtigen Perspektive beurteilen zu können. Nun, ich denke, das ist es von der Wolke für heute. Der nächste Schritt ist dann wahrscheinlich noch feinere Details da mit reinbringen mittels Glaspanes. Und dann auch hier unten noch etwas Lava, wie auch die Lavaströme auf der Seite runterfließen zu lassen. Nun aber, denke ich, wenden wir uns der Straße zu. Und mir ist ein Gedanke gekommen, wie wir das hier in dieser Richtung hinbekommen. In der Zwischenzeit habe ich auch ein paar Pflastersteine mehr verlegt. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir die Straße hier hinten rum verlängert zu unserer Gunpowder Farm. Und dann geht es hier vorne durch den schmalen Durchlass zwischen Kolosseum und der Eisenfarm. Und wie ihr sehen könnt, haben wir dann hier nur noch einen Gehweg auf der einen Seite und die Straße ist auch schmaler geworden. Damit kommen wir durch. Hier auf dieser Seite, denke ich, mache ich etwas Dekoratives ran, vielleicht ein paar Büsche. Das schadet sicherlich nie. Dann hier vorne rum, da habe ich den Platz zwischen der Straße und dem Kolosseum mit Slabs gepflastert, sodass wir hier kein Gras mehr haben. Und da können wir vielleicht ein paar Marktstände aufbauen oder sowas in der Richtung. Und auch hier rum haben wir eine Straße. Die wird hier etwas enger und geht dann hier wieder etwas in die Breite. Und was uns jetzt effektiv noch fehlt, ist die Verbindung hier hintenrum zur anderen Straße. Aber da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, denn zum einen steht das Portal im Weg, aber dann haben wir hier auch einen Hügel, das heißt, es ist schwerlich möglich,
die Straße nahe am Kolosseum durchzuführen, sondern ich denke, die wird etwas weiter hinten rum gehen. Und dann bleibt hier oben die Frage offen, was machen wir mit dem Platz zwischen Kolosseum und Straße? Aber ich werde mir da sicherlich noch was überlegen und irgendwann kommt auch dafür eine Idee, wie ich das lösen kann. Nun, aber ich denke, es gibt noch ein letztes Projekt für diese Folge, nämlich die Verbindung von unserem Straßensystem zur Villa da hinten. Nun haben wir auch einen Pfad zu unserer landwirtschaftlichen Villa hier draußen und der ist so ähnlich gehalten wie der Pfad da unten. Und übers Wasser haben wir eine hübsche Brücke, nichts Außerordentliches, ein bisschen mit Details versehen. Da unten, wo es nass wird, gibt es auch ein bisschen Moos an den Steinen. Aber ja, der Weg hier nur 3 breit, denn das ist ja keine Hauptstraße, sondern nur ein Zubringer zu einer rustikalen Stätte von wahrscheinlich einem besser gestellten Nobelmann. Und hier verbinden wir das einfach so auf die Straße. Wir brechen da den Gehweg auf, damit wir schön rauskommen. Und das ist es dann auch. Gut, wieder ein paar Projekte abgeschlossen. Und es gibt doch noch einiges zu tun. Und wie immer bin ich mir jetzt noch nicht sicher, was wir denn so in der nächsten Folge machen werden. Aber es wird sich sicher was finden. Also vergesst nicht, einen Daumen hoch da zu lassen und zu subscriben, damit ihr die nächste Folge auch sicherlich nicht verpasst. Also bis dann und tschüss!